Ne, das ist Idiotie teilweise. So. Na, ich bin jetzt nicht unbedingt so eingestellt, dass ich sage, schlag die ganzen Amerikaner tot oder so. Also nicht, dass man mich da jetzt falsch versteht, nur ich komme auf dieses Land und die Philosophie, die Amerikaner stellenweise an den Tag legen. Ey, tut mir leid, da komme ich nicht drauf klar. Das ist ein Benehmen, also so sollte sich mal ein anderes Land trauen. Hier so, weiß ich nicht, irgendwie so Syrien oder so. Na, Syrien, die sollten sich mal so benehmen wie die Amerikaner. Dann kommt der Amerikaner gleich als wieder mal als großer Befreier und ne, was einmal im Zweiten Weltkrieg geklappt hat, ne, der große Befreier, das klappt doch noch lange heute nicht mehr. Also die gehen mir jetzt langsam auf den Sack. Beim ersten Mal habe ich mich ja noch erschrocken, aber jetzt mittlerweile nerven diese Silberfische nur noch. Also, ich sag mal, wenn diese Folge oder diese Aufnahme-Session abgedreht ist, dann gucke ich erstmal im Minecraft-Wikipedia nach, ob die jetzt nur im Ende vorkommen sollen oder generell vorkommen sollen. Also irgendwie finde ich das Ganze doch extrem merkwürdig mit den Silberfischen. So, zwei neue Fackeln. So, zack und zack. Zack. Zack, 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 zack. Und weg damit. Und hin damit. Ja, Amerika. Schönes Land. Not. Ist nicht meins. Ich bin noch nie da gewesen und ich habe auch gar nicht so das Interesse, überhaupt jemals dorthin zu fliegen. Muss ich nicht haben. So, und liebe Leute, sollte ich mich hier zwischen verzählt haben, dann, also dass das hier nicht immer ein 7er Abstand ist, dann sage ich euch ganz ehrlich, das macht gar nichts. Weil da, wo das letzte Licht jetzt angekommen ist, da sollte das auch ankommen. Und so hatte ich das halt auch ausgerechnet, dass es dort ankommt. So, der Redstone, das Redstone-Staubzeugs ist auch gleich dahin. Dann werden wir gleich mit dem Tunnel weitermachen. Na, den Tunnel noch ein bisschen weiter verschönern. Deswegen habe ich ja überhaupt auch noch das Holz mit eingepackt. Und so weiter. So. Tut mir leid, ist alles gerade ein bisschen dunkel hier wahrscheinlich. Fackeln. Ich setze hier jetzt erstmal überall Fackeln hin. Oh. Hier ist... Ach, okay. Na gut. Den einmal weg. Da eine hin. Und hier einmal zu. Hier setzen wir noch eine Fackel rauf. Sollte ja vom Lichtlevel her hinkommen. Ah, hier ist Feierabend. Okay. So, bis dahin. Redstone. Müsste ja eigentlich genau bis zu dem... Jawohl, das passt haargenau. So, knack. Ja, die alten Sounds würde ich auch gerne wieder einbauen. Funktioniert aber leider nicht, weil der Mod ist irgendwie nicht kompatibel mit Forge. Also zumindest werden die Sounds, seitdem ich den Modloader nicht mehr benutze, sondern Forge, werden die Sounds nicht eingespielt, was ich ziemlich schade finde. So, wie das Ganze nachher aussieht, das werden wir dann ja sehen. Oh. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, bei dem Tunnel habe ich mich tatsächlich mal inspirieren lassen. Bei wem ist ja egal. Bei denen, den ich nicht mag. Nein, habe ich nicht. Habe ich zufällig hinterher gesehen. Okay, habe ich doch. Jetzt werden sich einige sagen, na warte nu, Spinne ist doch nicht voll. Nein, ich habe mich hier inspirieren lassen bei dem Tunnel. Und zwar in einer ganz alten Let's Show-Welt eines berühmten Let's Players. Tja, leider oder zum Glück, weiß ich nicht. So, zack und zack. Und dann nehmen wir das Glas zur Hand. Dann setzen wir hier einmal das Glas zwischen. Und weiter geht's mit dem Holz.
Und wieder das Glas. Ich habe viel zu wenig Glas mitgenommen, sehe ich gerade. Weil hier wollte ich auf jeden Fall stellenweise Glasblöcke haben. Nur da hinten, wo die Lava ist, das möchte ich halt gerne als natürliche Beleuchtung mit einfließen lassen. Oh, der ist zu viel. Na toll. Das Eisen werde ich auch auf jeden Fall drin lassen. So. So. Hier, da. Ja, machen wir so. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich nur hier irgendwie... Da, da, da. Da. Oh, verdammt. Dum, dum, dum. Dann weiter geht's erstmal mit das Holz hier dönse. Na toll. Ah, ausgerechnet hier. Blöd. Weil das versaut dann nämlich wahrscheinlich die Optik. Obwohl ich habe hier ja auch noch den alten... Das war doof. Egal. Ach, obwohl, können wir... Ja, Himmel, Herrgott, noch einmal. So, dann hier jetzt aber hoch und hoch. Den nehmen wir einmal raus. Den setzen wir rein. Und dann den und dann zack. Ja, wir müssen nachher dann sowieso gucken, wie wir das stellenweise machen. Nee, da kann das Holz dann ja bleiben. Da muss ich sowieso halt, oder müssen wir halt nachher mal gucken, wie wir das an einigen Stellen hier lösen. Da werden wir noch unglaublich viele Schalter auf jeden Fall brauchen. So, mal die Ecke. So. 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 Und dann hier machen wir hier erst... Ah nee, der kann auch bleiben. Und dann machen wir hier erstmal weiter. Das, was wir zu viel setzen, bolzen wir hinterher raus. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Erstmal einfach durchmarschieren. Blöd ist das ja natürlich nur, wenn ich ein zu viel setze, ausgerechnet da, wo die Lampen sind, ne? Na, so wie hier jetzt. Mann, 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 ey, da habe ich mir auch schon wieder... Oh, das ist Japp, japp, japp. Schimpfen kann ich da. Meine Jüte nochmal. So, der darf bleiben. Der muss da sogar hin. Der kommt weg. Ah. Voll erschrocken gerade. So, erstmal die ganzen falschen hier rausnehmen. So, so. Habe ich noch einen normalen Stein mit? Habe ich noch. Sehr gut. Weg hier. Und hier kommt dann... Ja. Da müssen wir uns gleich noch irgendwie... Da müssen wir uns gleich noch irgendwie einen Lava-Eimer besorgen. Ach, was mache ich denn für einen Dünnsinn hier? So, den weg. Den schnell hin. Bis hier hin. Den raus. Wo haben wir denn den gecleanten? Den haben wir da. Und dann setzen wir den so. So. Alter, hier muss man schnell arbeiten auf jeden Fall. Bevor die Lava kommt. Ich meine, gut, die Lava ist ja nur... zum Glück sehr träge, ne? Aber trotzdem. Den raus. So. Genau das. Hubala. Das weg.
Und dann müssen wir hier oben nämlich gleich noch, so wie ich das jetzt nämlich gerne haben möchte, müssen wir da nämlich einen Lava-Eimer hinkippen. So, den da. Und das dürfte eigentlich, ich hoffe es zumindest, das dürfte eigentlich nicht brennen. Also ich hatte das ausprobiert in der Kopie, da hatte ich mich hier etwas länger hingestellt, hab hier einfach E gemacht, bin auf den Desktop gegangen und ja, hab dann halt so ein bisschen auf dem Desktop rumgewurschtelt und ja, im Grunde ist da halt nichts passiert, also es hat nicht angefangen zu brennen. Das war doof. So. Was sind da unten für einer? Ein Gravel-Block, dann brauchen wir nur die Schaufel. So, dann holen wir uns jetzt mal, beziehungsweise wir verlegen hier einfach mal das alte Holz weiter und dann holen wir uns mal ein bis zwei Lava-Eimer. Und dabei stellt sich mir gerade die Frage, hatten wir eigentlich irgendwo eine Lava-Entnahmestelle? Hatten wir bestimmt, ne? Aber wo? Wo haben wir denn immer die Lava hergeholt? Aus dem Keller? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Oder aus dem Nether. Normalerweise hole ich sowas immer aus dem Nether. Zwei Stück. Ich würde sagen, fahren wir einfach in den Keller. Zack, rein hier und los geht's. Mit dem Minecart-Soundbug. Den ich auch nur dann habe, wenn Fraps läuft. Ohne Witz. So, und zwar werden wir hier einfach mal die Eimer füllen. Einmal, zweimal. Und bloß wieder abwählen, das alte Ding. Was haben wir hier alles drin? Den können wir mitnehmen. Der Rest bleibt da, wo er ist. Und lose geht's. Hua, und raus hier. Hey, tschüss. WTF? Ach, weil wegen Dispenser da unten und... Ah, alles klar. Alles klar, weiß Bescheid. So, bim, 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 bim. Glas. Gib mir Glas. Hier, Glas. So, zack. Ja, jetzt haben wir ja leider eigentlich auch gar kein Sandbiom mehr, habe ich mal jetzt kürzlich festgestellt. Ich glaube gestern oder so. Da müssen wir auch nochmal sehen, dass wir irgendwie ein Sandbiom annektieren. Und dazu habe ich überlegt, könnten wir ja eigentlich den Nether nutzen. Ne, dass wir dann, keine Ahnung, mal in alle vier Himmelsrichtungen, ich sag einfach mal 100 Felder gehen. Hey, nur ein Lava-Eimer. Cool. Ja, also wie gesagt, dass wir halt in alle vier Himmelsrichtungen vielleicht einfach mal 100 Felder gehen. Und dann überall ein Nether-Portal setzen. Oder vielleicht auch über 100, keine Ahnung. Also 100 müssen es ja mindestens sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Damit man halt aus dem aktuellen Chunk irgendwie raus ist. So, hier kommt dann wieder Kobbel. Das ist falsch, das hatte ich. Das möchte ich anders. Nicht, das hatte ich anders, aber das möchte ich anders. Das möchte ich mich so haben. Denn ist einer dazwischen und dann passt das. So möchte ich das haben. Ja, wie gesagt, also in alle vier Himmelsrichtungen vielleicht mal 100 Felder gehen oder über 100 Felder. Nether-Portal aufstellen und dann einfach mal gucken, wo wir rauskommen. Das ist so das, was ich nochmal angedacht habe, was man mal so ins Auge fassen könnte, beziehungsweise machen könnte.